Guten Tag. Die Hauptsünde vom Stier ist niemals der Mangel an Fürsorge oder Mühe, sondern der an Vorstellungskraft. Deswegen unterdrücken sie und zerstören ihre erwachsene Kreativität und auch die anderer. Das ist deswegen so schwierig, mit dem Stier zu leben. Und viele Leute sagen zu mir, du, ist Stier blöd oder was? Nein, nein, blöd ist er nicht. Wie ich gesagt habe, ist toller Fürsorger und Mütter und Väter. Und die helfen dir, die werden dir auch Geld geben, wenn du Geld gerade brauchst. Das Problem ist, dass diese Kreativität und Vorstellungskraft ist da abgeschnitten. Weil Stier glauben an die Gesellschaft. Gesellschaft ist sehr wichtig für einen Stier, weil, wie ich gesagt habe, Stier will Sicherheit haben und Gesellschaft bietet viel Sicherheit. Das ist eine Schöpfung von Regeln und Traditionen, das ist alles sehr wichtig für einen Stier. Deswegen hat Stier so viel Achtung für die Ämter und Polizei und Gesetze. Ich war neulich, musste ich gehen zum Amt. Und zu dieser Zeit war meine Freundin hier zu Besuch, sie ist Stier. Und ich musste zum Amt gehen, weil ich habe eine Behinderung und ich wollte das so einen Schein oder etwas beeintragen, damit ich billiger fahren kann mit der U-Bahn und auch mit der Bahn. Und meine Freundin war hier zu Hause, sie ist gerade aufgestanden, als ich fertig war, und sie hat gesagt, also gehst du jetzt? Ja. Aber sie hat gesagt, du kannst doch nicht so gehen. Warum nicht? Na, so angekleidet gehst du zum Amt? Na, hallo. Na, warum? Nie im Leben werden sie dir diesen Schein geben. Nein, ich würde dir auch nichts geben. Das ist ein typisches Beispiel für diese traditionellen Regeln und konservative Ansichten von einem Stier. Und es ist so, apropos Gesellschaft, Gesellschaft ist sehr wichtig für einen Stier, weil ich habe gesagt, Gesellschaft bietet Sicherheit. Und beim Stier geht es um Sicherheit und oft auch ums Geld. Ich habe da eine Freundin, die ist auch Stier, die hat neulich eine kleine Party organisiert für ihre Freundinnen. Da sollten 6 Freundinnen kommen, also nur Weiber. Und sie hat zu mir gesagt, kannst du sehr gerne kommen. Ja, aber eins muss ich dir sagen, Marc, hat sie zu mir gesagt, bitte, das sind nur Frauen und die wohnen in guten Gegenden und bitte, deine Sprache, ne? Nicht, dass du so redest, wie du sonst redest. Da musst du ein bisschen aufpassen und ein bisschen Doucement machen, ja? Natürlich bin ich auf diese Party nicht gegangen. Weil ich dachte, da muss ich mich unterdrücken mit meiner Sprache, hallo. Aber das war wieder typisch, weil diese Stierfrau mag das alles nicht so, wie ich bin. So ein bisschen, mein Gott, ich will mich nicht nennen. Aber diese Verrücktheit, mögen sehr gerne Löwen oder Schützen oder Widder. Die mögen diese Verrücktheit. Und deswegen oft zwischen Stieren und anderen Sternzeichen, zum Beispiel Löwen, kommt zu diesen Gesprächen, was ist überhaupt normal und was ist anormal? Also ganz, ganz blöde Diskussion würde ich nie führen. Deswegen liebe ich das Lied von dem Film Jentel mit Barbara Streisand. Und die Familie Bergmann haben da Texte geschrieben für Barbara Streisand. Und in einem Lied singt sie, where is it written? Where is it written what it is I'm meant to be? Und das ist ein wunderschöner Satz. Und diese Diskussionen mit Stieren darüber, was ist normal oder nicht normal, das ist alles unmöglich. Und deswegen würde ich solche Diskussionen nie anfangen. Aber eins muss man wissen. Und deswegen
Weil das sind verschiedene Welten und dadurch kann man hier lernen, dass Menschen sehen verschiedene Wirklichkeiten und haben auch verschiedene Wünsche. Und deswegen habe ich schon ein Beispiel gebracht. Während ich zum Beispiel Blumen will oder vielleicht schon einen Ring als Geschenk oder einen schönen Schal, macht mir Stiervater oder Stierfreundin eine Suppe, damit ich nicht friere. Und deswegen ist es so unmöglich, mit meinem Stier überhaupt zurechtzukommen und vor allem diesen Stier zu verstehen. Aber wie gesagt, es geht um Vorstellungskraft, um Horizonte. Du hast andere Horizonte und lebst in einer anderen Welt. Und träumst du von etwas noch, von einer anderen Welt? Deswegen habe ich schon gesagt, es gibt das wunderschöne Lied Over the Rainbow. Aber für Stier ist das nicht wichtig und so ein Lied ist für ihn auch nicht wichtig. Er will diese Ehe intakt behalten und Freundschaft. Manchmal mag er natürlich, ja, Seitenhieb, Liebhaber zu haben oder Liebhaberin, das auf jeden Fall, weil er will alles so schön haben im Leben. Süppchen essen, Schnitzelchen essen, guten Sex haben, also es muss ihm oder ihr reichen, aber er tut nichts dafür, damit man diese Beziehung verbessert und ein bisschen belebt. Für heute ist die Zeit um.